Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der dünne Antrag der AfD und auch die Rede des Kollegen Schlund lassen mich als Gesundheitspolitikerin und als Medizinerin etwas ratlos zurück. So viele Fehler und Ungereimtheiten in einem so kurzen Text, das ist wirklich bemerkenswert. Das geht schon in der Überschrift los. Aussetzung der Budgetierung für Ärzte heißt es dort. Am Ende fordern Sie die Bundesregierung aber auf, die Budgetierung abzuschaffen. Also was jetzt? Aussetzen oder abschaffen? Weiter schreiben Sie von einer Einschränkung der freien Berufsausübung zu Lasten der Patienten. Eine solche gibt es natürlich nicht, denn sie wäre im Übrigen auch verfassungswidrig. Was mich aber wirklich richtig ärgert, ist die unsinnige Behauptung, dass es eine ausschließlich ökonomisch begründete Einschränkung der Therapiefreiheit des Arztes gebe. Wollen Sie damit wirklich ernsthaft behaupten, dass Ärztinnen und Ärzte dem Patienten medizinisch notwendige Leistungen und Therapien vorenthalten, weil sie zu teuer sind? Damit unterstellen Sie den Ärzten in Deutschland flächendeckend Verstöße gegen vertragsärztliche Pflichten, gegen Sozialrecht, gegen Berufsrecht und auch gegen das Strafrecht. Ich bin selber Ärztin und ich verwehre mich da auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen gegen solche ungeheuerlichen Unterstellungen. Um Ihren Antrag etwas Substanz zu verleihen, beziehen Sie sich auf eine Studie der Hamburger Uni, in der die Gesundheitsökonomen nachgewiesen haben, dass in den letzten Wochen des Quartals eine reduzierte Sprechstunde angeboten wird. Aber wenn Sie schon aus der Studie zitieren, dann lesen Sie sie bitte auch vollständig. Die Kollegin hat es getan, denn sie hat es richtig wiedergegeben. Da ist nämlich auch zu lesen, dass es sich um eine Verschiebung von Routineuntersuchungen ins nächste Quartal handelt und nicht um die Verschiebung oder Abweisung von Patienten mit dringlichen Behandlungs- und Therapiebedarf. Das ist natürlich zu kritisieren, und das geht auch mit meinem Verständnis an die Berufsethik nicht einher. Aber das gefährdet den Patienten nicht. Und das hätten Sie im Übrigen auch erfahren, wenn Sie am Mittwoch beim Fachgespräch mit Professor Montgomery im Gesundheitsausschuss anwesend gewesen wären. Aber Sie machen das, was Sie immer machen und das, was Sie am besten können. Sie schüren Ängste beim Patienten. Ihr Papier oder Antrag wird auch nicht dadurch besser, dass Sie versuchen, eine in regelmäßigen Abständen von der Kassenärztlichen Vereinigung vorgebrachte Forderung zu instrumentalisieren. Denn nicht einmal das gelingt Ihnen. Und ich bin mir auch sicher, dass unsere Ärzteschaft Unterstützer mit mehr Sachverstand und Kenntnis verdient hätten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist natürlich nicht hinnehmbar, dass die Ergebnisse der Hamburger Studie, und viele von uns haben es selbst schon erlebt, dass es teilweise schwierig ist und am Ende des Quartals noch schwieriger wird, einen Termin beim Facharzt zu bekommen. Und deswegen handeln wir auch in der Koalition. Ende September ging das Terminservice- und Versorgungsstärkungsgesetz durchs Kabinett. Im Dezember werden wir uns hier im Plenum damit beschäftigen. Und mit diesem Gesetz wird unter anderem dafür gesorgt, dass das Mindestsprechstundenangebot eines niedergelassenen Arztes mit voller Kassenzulassung von 20 auf 25 Stunden erhöht wird. Ich weiß, genau, Frau Kollegin, ich weiß, dass viele Ärzte das schon leisten, aber eben nicht alle. Und wer über einen vollen Kassenarzt sitzt, wer einen vollen Kassenarzt sitzt hat, muss seine Zeit auch überwiegend den gesetzlich versicherten Patienten zur Verfügung stellen und nicht etwa hauptsächlich mit Privatpatienten oder IGL-Leistungen verbringen. Deswegen halte ich diese Regelung auch für zumutbar. Die grundversorgenden Fachärzte, das sind zum Beispiel Augenärzte, die nicht operieren, Frauenärzte, Orthopäden oder auch Hals-Nasen-Ohrenärzte, müssen künftig 5 Stunden offene Sprechstunden anbieten. Der Patient braucht hier keinen Termin mehr und kann direkt in die Praxis kommen. Und der behandelnde Arzt bekommt diese Leistungen
mit einem Zuschlag, und hören Sie gut zu, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD und von der FDP, mit einem Zuschlag, der auch noch außerhalb des Budgets vergütet wird. Im Übrigen werden dem Facharzt zukünftig auch alle Patienten, die vom Hausarzt direkt vermittelt werden, vollständig außerhalb des Budgets vergütet, und zwar für den kompletten Behandlungsfall. Und für neue Patienten gibt es ebenfalls die Grundpauschale mit einem Aufschlag von 25% außerhalb des Budgets. Der Kollege Kraus hatte schon gesagt, über 40% der heute abgerechneten Leistungen sind extrabudgetär. Und mit den im Gesetz anvisierten Maßnahmen wird sich das noch mal deutlich erhöhen. Und deshalb, wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass das eigentlich schon passiert, was Sie in Ihrem Antrag fordern, liebe FDP, dass wir einen langsamen Ausstieg aus dem Budget haben, weil immer mehr Leistungen herausgenommen werden, aber eben nur da, wo es nötig ist. Aber Kolleginnen und Kollegen, das Thema Budget, ja oder nein, wird die Herausforderungen, vor denen wir in der ambulanten Versorgung stehen und die Sie ja auch zu Recht angesprochen haben, Frau Kollegin Dugnas-Aschenberger, die werden wir mit der Frage Budget ja oder nein nicht lösen. In Bayern zum Beispiel bekommen die Hausärzte schon seit Jahren das volle Honorar ausgezahlt. Budgetierung spielt hier überhaupt keine Rolle. Und trotzdem haben wir in strukturschwachen ländlichen Gebieten Probleme mit der hausärztlichen Versorgung und mit der Nachbesetzung frei werdender Arztsitze. Und deshalb ist es wichtig, dass die Maßnahmen zur Sicherstellung der flächenärztlichen Versorgung, die wir in der letzten Legislaturperiode schon begonnen haben, dass wir diese weiterentwickeln und dass wir auch zusätzliche Instrumente dazufügen. Im Versorgungsstärkungsgesetz haben wir zum Beispiel Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin und bei den grundversorgenden Fachärzten gestärkt. Wir haben arztgruppengleiche MVZs zugelassen und einen Strukturfonds bei den kassenärztlichen Vereinigungen ermöglicht. Der Masterplan Medizinstudium 2020 wird den Rahmen für die Ausbildung der künftigen Medizinerinnen und Mediziner an die Herausforderungen anpassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unstrittig ist, dass die Arbeit im Gesundheitsbereich uns ganz sicher nicht ausgehen wird. Aber ich möchte jetzt hier trotzdem noch mal explizit feststellen, dass wir in Deutschland trotz mancher Ärgernisse ein hervorragendes, gutes, qualitätsgesichertes Gesundheitssystem haben. Und dieses wird getragen von Ärzten, Ärztinnen, Apotheker, Apothekerinnen, den Menschen, die in der Pflege arbeiten und in den verschiedenen Gesundheitsberufen, die täglich gute Arbeit im Sinne der Patienten leisten. Unsere Versorgung orientiert sich an medizinischer Indikation und ist evidenzbasiert. Denn nicht alles, was medizinisch notwendig ist oder machbar ist, ist für den Patienten dann auch notwendig oder ratsam. Es geht also nicht darum, durch Entbudgetierung eine nicht mehr zu kontrollierende Mengenausweitung hervorzurufen, sondern es geht darum, durch gezielte Maßnahmen dafür zu sorgen, dass die Patientinnen und Patienten unabhängig von ihrem Wohnort und ihrem Versichertenstatus sich darauf verlassen können, medizinisch und pflegerisch gut versorgt zu werden. Ich freue mich auf die Debatte im Gesundheitsausschuss. Dann können wir auch unmittelbar diskutieren. Vielen Dank. Nur fürs Protokoll, die Kollegin Dugnas-Aschenberger heißt in Wahrheit Aschenberg-Dugnus. Als nächstes spricht zu uns der Kollege Dr. Achim Kessler, Fraktion Die Linke.